Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Impuls. In unserer Welt gibt es mehrere ganz wichtige Energien. Die eine Energie kennen wir alle, das ist die Energie der Kreativität, des Schöpferischen. Wenn so durch einen kleinen Ritz im Asphalt so eine kleine Pflanze emporkommt, unglaublich viel Energie zeigt das sich. Oder vielleicht haben Sie das schon erlebt, Sie sind an der Nordsee oder an einem anderen Meer und eine Welle spült Sie fast weg. Eine Ahnung von Energie. Aber daneben gibt es noch eine andere Energie, die ist mindestens genauso wichtig, die Energie des Todes. Zerstörerisch. Gerade in heutigen Zeiten, wo wir Zahlen erleben von Menschen, die gestorben sind, eine Ahnung davon, wie zerstörerisch diese Kräfte sind. Manche Menschen meinen, es gäbe in unserem Leben nur diese zwei Energien, die Energie des Schöpferischen und die Energie des Zerstörerischen. Aber die Wahrheit ist, es gibt noch eine dritte, die Energie des Geistes, des Geistigen. Vor einigen Wochen habe ich im Städel in Frankfurt ein Bild gesehen, das möchte ich Ihnen zeigen, das von dieser geistigen Energie erzählt. Schauen Sie mal. Wir sehen von einem Hausbuchmeister gemalt die Auferstehung Christi, Ende des 15. Jahrhunderts. Heute zu sehen, und es lohnt sich, sich das nochmal genau anzuschauen, im Städelmuseum. Ich finde es unglaublich interessant, wie dieser Meister Jesus in einer offenen Landschaft gezeigt hat. Die Räumlichkeit war ihm ganz wichtig, der Sarkophag perspektivisch angeordnet, die Berge erscheinen in Blau, aber die Landschaft passt so gar nicht zum Nahen Osten. Offenbar war dem Maler es wichtig, das Gemälde zeigt eine Landschaft, wie sie gut im Pfälzerwald oder bei Speyer sich vorzustellen möglich wäre. Immerhin hat man später dieses Altarwerk in den Speyerer Dom gestellt. Erstaunlich auch, wie viel Raum der halbnackte Körper Jesu in dem Gemälde einnimmt. Die Körperlichkeit war ihm ganz wichtig. Gott wird wirklich Mensch und nicht nur ein Geist. Dieser etwas hagerer Jesus mit eingefallenem Gesicht und seinen Wunden, auch die Grabwärter. Das sind nicht römische Soldaten, sondern sie tragen Kleider und Waffen wie die Zeitgenossen des Malers im ausgehenden 15. Jahrhundert. Ihm war es offenbar ganz wichtig zu zeigen, das, was damals geschehen ist, ist Teil unseres heutigen Lebens. Er kannte die Bibelstelle. Der Gottesknecht hatte keine schöne Gestalt, dass wir nach ihm geschaut hätten. Wir dachten, er sei von Gott geschlagen. So haben auch die Grabwärter, die aufschauen, mehrere Warzen im Gesicht. Von Krankheit, so dachte man damals, auch sie geschlagen. Ganz besonders erstaunlich allerdings ist, dass das Grab, der Sarkophag, verschlossen ist. Offenbar eine Verstärkung der Macht Gottes. Gottes Macht ist sogar so stark, dass er durch einen versiegelten Sarkophag hindurch auferstehen kann. Vielleicht können Sie dies auch im Heute spüren. Gottes Macht ist stärker als der Tod, als mein Tod. Und dies gilt nicht nur damals, sondern heute für uns. So die dritte Macht, neben der Macht des Kreativen, des Lebensbildenden und der Macht des Todes, der Macht des Geistes. Gottes Geist lässt sogar Siegel unverschlossen werden.
so wie es dieses Bild hier zeigt. Schau an, die Macht Gottes, sein Geist erfüllt unsere ganze Welt und kann auch dir tröstlich zeigen, dass du umarmt bist von der Liebe Gottes. Gott segne sie.